So, hallo zu einem neuen DIY-Video. Heute geht es um Stop-Motion und Trickfilm, mal wieder, aber diesmal, wie ihr schon seht, auf einem Tablet. Also nichts Webcam, nichts Computer. Und was wir nutzen für Stop-Motion-Filme ist die App Stop-Motion Studio, beziehungsweise die Stop-Motion Studio Pro App. Die müsstet ihr, wenn euch das gefällt, wenn ihr damit mehr machen wollt, für 5 € oder 4,99 € aktuell hier im Play Store kaufen. Und für diejenigen unter euch, die sagen, schon wieder Google, haben wir gar nicht, wir haben Apple-Gerät, kein Problem. Die App gibt es auch für Apple-Geräte, also für iPads. Und dementsprechend alles, was ich euch heute hier zeige, das geht für beide großen Anbieter, nämlich für iOS und Android. Ja, und Stop Motion, wie gesagt, in der normalen Version, ohne das Add-on, ohne das Pro, ist erstmal kostenlos. Und ich öffne die mal und das Setting ist relativ einfach. Ihr könnt das hier erkennen. Da ist so ein Welcome-Video schon drin. Das brauchen wir jetzt nicht zwingend. Und über das Plus neuer Film, eigentlich selbsterklärend, kennen die meisten, kann man ein neues Video erstellen. Ich habe hier schon mal wieder unser tolles Stop-Motion-Video-Studio aufgebaut. Was ihr aber, bevor ihr starten solltet, auf jeden Fall überlegen solltet, ich habe in meinem Tablet hier so eine Hülle, die man aufklappen kann. Das heißt, ich kann das Tablet sicher hinstellen. Wenn ihr das nicht habt oder sagt, wir wollen in einem größeren Rahmen etwas aufbauen, dann gibt es die Möglichkeit, dass ihr euch irgendwie so einen kleinen Ständer, insbesondere, das geht natürlich auch mit der App über ein Smartphone. Ich mache das hier nur mit dem Tablet, das kann man dann besser sehen. Und zugegebenermaßen, Smartphone-Kameras sind in der Regel viel, viel besser als das Ding, was in so Tablets eingebaut ist. Von daher, und da gibt es ja selten Aufsteller. Das heißt, besorgt euch ganz dringend so einen Aufsteller. Ob das jetzt sowas ist aus dem 3D-Drucker wie bei uns oder irgendwas anderes, schaut mal auf jeden Fall sicherer Stand. Wie bei allen Trickfilmen ist super wichtig. Oder wenn ihr mal so richtig professionell dann arbeiten wollt, gibt es so mit Stativ auch so Halterung. Das kann man dann halt auf ein Stativ packen und dann könnt ihr auch Stop-Motion-Filme mit einer ganzen Schulklasse, Kindergartengruppe oder einfach Gartenzwergen auf Omas Terrasse, wie auch immer, aufnehmen. Von daher, das ist ganz wichtig und auch nicht zu unterschätzen, hier geht es jetzt mit dem Licht. Ich sitze hier direkt vorm Fenster. Hat man nicht immer, vielleicht auch im dunklen Zimmer. Besorgt euch Licht, sowas zum Beispiel. Ich halte jetzt bewusst hoffentlich den Markennamen nicht so groß rein. Also so eine LED-Lampe. Sieht jetzt teuer aus, ist es aber nicht. Kostet 8,50 € bei einem großen mit A beginnenden Versandservice. Hier extra mit An- und Ausschalter. Warm, ne, achtet drauf bitte. Warm White, also Warm White, warmes Licht, damit euer Video nicht so eiskalt aussieht, im wahrsten Sinne des Wortes. Kaltes Licht sozusagen sorgt dafür, dass es alles sehr grell, alles sehr bläulich verfärbt auch aussieht. Also Warm White, mein Tipp. Wenn ihr so etwas nicht habt oder auch erstmal, wie gesagt, testen wollt, tut in der Regel eure ja, Nachttisch- oder Schreibtischlampe wahrscheinlich auch. Aber Licht ist wichtig. Gut, jetzt viel erzählt. Hier ist die App. Ne? Oben leuchtet die Lampe. Spiegelt ein bisschen, aber ich glaube, es wird auch so gehen. Ihr drückt einfach auf Plus einen neuen Film, ja, muss doch treffen, genau, und dann bekommt ihr hier ein Bild. Heute mal mit unserem gelben Auto. Und naja, im Großen und Ganzen ist es das ja schon fast so, weil ich glaube, ihr kennt alle den Knopf hier an der Seite. Mach's mal so, vielleicht kannst du ein bisschen, also den Knopf und da drückt man dann drauf und macht ein Foto. Und was man jetzt vielleicht hoffentlich gesehen hat im Video. Hier unten ist ein Foto entstanden und naja, ihr kennt das schon. 25 Bilder pro Sekunde ergeben eine flüssige Bewegung, das heißt, das Auto ein wenig vorschieben und wieder draufdrücken. Dann erscheint hier unten das nächste. Und das Ganze macht man dann ein paar Mal. Was man zusätzlich machen kann. Ihr habt ja eine Möglichkeit, auch noch so ein Raster einzurichten, um nochmal genau Abstände abschätzen zu können. Da könnt ihr ein bisschen experimentieren,
aus unserer Erfahrung brauchst das nicht wirklich. Man kann es auch zeitgesteuert auslösen. Das ist für ein Trickfilmchen jetzt nicht so wahnsinnig spannend, aber was ihr damit toll machen könnt, vielleicht auch gerade mit Jüngeren, wenn ihr euch das anguckt, dafür solltet ihr euer Tablet aber an Strom anschließen. Ihr könnt das zeitgesteuert machen, was ich jetzt hier händisch mache, also dass zum Beispiel jede Minute ein Foto entsteht. Und wenn ihr dann zum Beispiel einen Hefeteig für eine Pizza macht, den halt in einen, ja, ich sag jetzt mal einfach einen Rührschüssel packt, dieses Tablet entsprechend drapiert, sagt, jetzt machen wir ein Foto und dann diesen Teig, wie man so schön sagt, gehen lässt, dann geht er ja so langsam auf und euer Handy macht oder euer Tablet macht alle Minute, alle 3 Minuten, könnt ihr gucken, was ihr ein, macht er ein Foto. Und ihr habt nachher ein Video, wie er sozusagen, wie euer Teig wächst. Sieht ganz witzig aus, kann man übrigens natürlich auch mit anderen Dingen machen. Wie gesagt, denkt an die Stromversorgung. Also wenn ihr eurer Kresse zugucken wollt, wie sie wächst oder was auch immer. Also Dinge, die sehr langsam oder sehr lange brauchen, damit es Bewegung gibt. Da ist diese Zeitfunktion eigentlich ganz charmant für. Gut, also ich mache jetzt hier nochmal ein letztes Foto. Bin jetzt wahrscheinlich eh durcheinander gekommen mit dem ganzen Hin und Her. Und ich habe jetzt unten 17 Bilder gemacht. Ich gehe mal kurz zurück. Und dann kann man hier sozusagen nochmal schauen. Ist hier irgendwas schräg geworden? Falls das so sein sollte, ihr seht, wenn ich hier draufklicke auf das jeweilige Video, jeweilige Bild, ich kann hier noch Dinge dazu packen. Ich kann noch ein Bild einbauen, ich kann einen Ton hinterlegen, ich kann etwas bearbeiten, indem ich vielleicht auf das Bild was drauf male, drauf schreibe. Und natürlich ganz wichtig, ich kann hier in diesem Menü, das aufpoppt, auch hier unten das Bild, wenn ich dann doch eine Hand drin habe oder ähnliches, es einfach löschen. Und wir gucken uns das Video mal an. Unter dem Auslöser ist der Startknopf. Und wie ihr seht, bewegt sich dieses Video. Beziehungsweise dieses Auto. Ja, stoppen mal wieder. Und das ist die Funktion, die wir auch in jeder Stop-Motion-App sozusagen auf dem PC haben. Was ihr halt natürlich auch habt, als große Möglichkeit dann zu sagen, ich hinterlege da wie gesagt noch Bilder, ich packe da vielleicht noch ein Musikstück drunter oder ich mache noch ein Bild, was ich davor gerne packe, indem ich sozusagen hier auf das erste Bild schaue und dann halt davor noch etwas einfüge, zum Beispiel, indem ich noch mal ein weiteres Kamerabild mache. Ich mache jetzt nochmal so das eins davor, was dann zum Beispiel ein Vorspann sein kann. Im Großen und Ganzen ist es das. Das sind die Grundfunktionen. Die App kann noch eine ganze Menge mehr. Ihr könntet damit zum Beispiel auch Greenscreens machen. Das geht mit der Funktion jetzt aber nicht. Wenn ihr das Ganze auch hinter oder mit einem Greenscreen machen wollt, dann müsstet ihr in der Tat die Pro-Version kaufen. In der Regel braucht man das nicht. Der große Vorteil ist, wenn ihr das zum Beispiel im Rahmen einer Schulklasse oder wenn Kolleginnen und Kollegen aus der Jugendarbeit suchen, für euer Jugendzentrum kauft, das gilt immer für einen Google-Account und ein Google-Account umfasst immer 10 Geräte. Das heißt, wenn ihr 10 Tablets oder Smartphones habt, die alle mit dem gleichen Einrichtungsaccount angemeldet sind, dann könnt ihr 10-mal legal diese Stop-Motion-Pro-App benutzen, weil ihr sie ja für diesen einen Account gekauft habt. Für diejenigen, die sagen, ne, das brauche ich alles nicht mehr, reicht halt das normale Stop-Motion, nutzt es einfach hier. Und was ihr natürlich ja auch immer jederzeit machen könnt, ist noch so nachher zum Sortieren. Ihr könnt es natürlich umbenennen, ne? Mein Film kriegt einen extra Name. Und was natürlich auch nicht fehlen darf, dass man Dinge teilen kann oder ähnliches. Das heißt, ihr könnt länger draufdrücken. Löschen geht natürlich auch. Aber könntet zum Beispiel über den Teilen-Button natürlich auch Dinge einfach woanders hinschicken. Das heißt, das Video muss nicht auf dem Tablet bleiben, logischerweise. Ihr könnt per E-Mail verschicken, ihr könnt es mit Messenger teilen oder ihr könnt es natürlich auch in eure Cloud auf eurem Server laden, wo es dann halt per USB-Stick mit nach Hause gegeben wird. Oder wenn ihr halt wenn euer Tablet das kann, ihr eine entsprechende Box habt, natürlich auch den USB-Stick entsprechend über Adapter direkt ins Tablet anschließen. Ja, so viel zu Stop Motion. Da, so viel gibt es dazu gar nicht zu sagen. Es geht super schnell, wenn man die App auf dem Gerät hat, einfach raus,
bisschen gucken, ist Licht da, was für dich animieren, geht auch jetzt in der Herbstzeit auch wunderbar draußen im Wald mit Kastanien oder sonstigen Dingern, Tanzsachen, die man gerade findet. Also ein Trickfilmchen muss man nicht immer hier in Innenräumen machen, könnt ihr draußen gerade mit dem Tablet, mit dem Smartphone vor der Tür machen. Und der Aufwand, habt ihr gesehen, hält sich in Grenzen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Gebt dem Video vielleicht ein Däumchen nach oben, teilt es. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.